heute mit Heller von Sinnen. Christoph Maria Herbst, Christoph Maria Herbst, Christoph Maria Herbst und Bernhard Hoeker. Da sind wir wieder. Hallo, herzlich willkommen. Ja? Er war lange nicht mehr hier. Wo warst du? Ich hatte diesen heftigen Gerichtsstreit mit meinem Friseur. Der zog sich dann doch über 3 Monate. Aber wir kriegen das Schwein. Der ist ja auf der Flucht. Wir freuen uns, dass du heute dein schönes Jackett angezogen hast. Sehr schön, ne? Ja. Ja, macht schlank, streit. Ja. Ne? Ja. Sehr schön. Möchtest du haben? Nö, so gut gefällt es mir dann wieder mal. Okay, Spaß beiseite. Ich glaube, das ist eine uralte Apfelsorte, die nur noch in der Eifel wächst. Der berühmte lackierte Spinner, der ist köstlich. Der ist so ein bisschen süß-säuerlich, geht so ein bisschen ins... Von wovon sprachst du? Von Äpfeln? Äpfel. 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 Mit, ich würde Bojen Beule vielleicht eine alte, in Vergessenheit geratene Apfelsorte aus der Eifel. Ah, ich hätte vielleicht eine alte, längst vergessene Apfelsorte aus der Eifel. Ich meine auch noch das Röckchen in die Tuss. Eine alte Apfelsorte? Es wird ich glaube, das liegt einfach daran, weil das doppelte Lotschen, das ist total schwer auszusprechen. Und für Sie jetzt. Ja, aber deshalb durfte ich das nie lesen. Ah, ja, ja, ja. Das ist doch albern jetzt. Ja. Also, du hast gerade einen Freund verloren. Ja. Also wer hat das denn? Also, ihr seid wirklich ganz nah dran, aber ihr werdet es nicht rauskriegen. Warum nicht? Weil ich es weiß. Wie? Du sollst hier motivieren und nicht demotivieren, Eva. Also man könnte jetzt einfach sagen, es ist... Recht getrocknete Feigen können aussehen wie die Hoden eines Greises. Gespannt. Warum steht auf dem Mittelstreifen der Autobahn A20 bei Lübeck ein Briefkasten? Wo ist denn die A20? Bei Lübeck. Kann es sein, dass unter dem Briefkasten längst vergessen geglaubte Persönlichkeiten der deutschen Geschichte wohnen? Und da noch Briefe empfangen? Du musst es wissen, ne? Solange da der Briefkasten ist, hat der ehemalige Besitzer noch das Anrecht dort, sollte die Autobahn mal weg sein, es kommt ja mal vor, dass die geklaut wird oder so. Von Straßenräubern. Zum Beispiel. Nudelfriedhof ist, glaube ich, eine Bezeichnung für schlecht gemachte, wirklich schlecht gemachte Nudeln. Ja, das war weder richtig Idee. Noch lustig machen. Super Idee. Und damit hast du das Ziel dieser Sendung nicht erfüllt. Wir würden dich bitten, jetzt zu gehen. Also, es ist viel über die Stellung der Frau in unserer Gesellschaft geschrieben und auch diskutiert worden, Heller. Und ich meine zu Recht und ich meine auch zu viel. Das meine ich nicht, Herr. Ist das, kennt ihr die Kurzversion, Herr Marseillais? Wie ist sie denn? Kennt ihr die Kurzversion der deutschen Nationalhymne? Nein. Oh Gott, jetzt kommt das Ganze. Kann man doch alles schneiden. Kennt ihr bitte ein bisschen Konzentration? Kennt ihr die Kurzversion der Amerikaner? Ja, die kenne ich. Kann ich. Ja, die kennen wir ja, die schon. Ich mach's nochmal, weil einige kennen es nicht. Doch, die kennen sie alle. Aber. Es liegt ein Hauch Brandenburg in der Luft. Das gefällt dir, ne? Ja. Aber das ist schön. Also Orient Beule, dann sind wir im großen Bereich der Dermatologie, wie ich schon andeutete. Nur für die Statistik, ja, die Lösung ist von mir. Ja. Beulen, bei Allergien hat man Quaddeln. Der Hautarzt redete auch von Beulen. Du guckst mich so an, als wüsstest du genau, wovon ich rede. Ich schaue. Robin, wo finden wir dich? Da oben. Da oben sitzt da einer von den schlechten Plätzen auf dieser... Unheimlich harten Treppe. Gereicht, ja. Egal, Robin ist da, möchte 500 Euro haben und ihr gebt euch bitte Mühe, dass er sie bekommt. Robin ist mit seiner Marion da. Der war nicht schlecht. Gut, der war auch Robin, nicht gut. Heißt der Robin? Ich dachte, Robin. Robin möchte wissen, was ist die Gierstellung? Gier. Na, ja. Guck dir doch diese Augen. Das ist auf jeden Fall.
Ich habe ein Déjà-vu, ich habe genau dasselbe eben schon gesagt. Ich habe ja Amnesie und Déjà-vu, ich habe diesen Moment schon mal vergessen. Um jetzt mal wieder ein bisschen hier ernst zu werden. Na, mir ist das hier alles ein bisschen zu überdreht gerade. Oh, der zweite Herr. Kann es sein, dass Sie sich zu sehr mit Ihrer Rolle identifizieren? Oder darf ich Sie Bernd nennen? Habe ich jetzt nicht verstanden. Nee, nee. Kann es sein, dass die Feuerwehrleute... Nicht. Kann es sein, dass die Feuerwehrleute nur zu bestimmten Zeiten Armbrüste vielleicht tragen? Zu welchen? Christopher Street Day. Mittelalter! Also ich bin doch wieder menschlichen Körper und bei der Zunge wissen wir ja, dass man die Zunge in 4 oder 5 Bereiche einteilen kann. Ja. Dass beispielsweise der hintere rechte Bereich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, mit dem schmeckt man am besten bitter. Ja. Mit der gegenüberliegenden Seite besser sauer, ja. Anderes nimmt süß besser wahr und so. Ja. Und was denn? Was schüttelst du in den Kopf? Ist das eine Krankheit oder nein. Du mich hier? Und die darf ich kurz trotzdem ausreden? Oh, das ist falsch. Es ist falsch, vollkommen richtig. Es ist falsch, was ich hier sage. Weißt du schon wieder, was die richtige Antwort ist? Nein, aber ich weiß, dass dieses Phänomen, das galt bis vor 5 Jahren, dann hat man festgestellt, dass alle Bereiche der Zunge gleich schmecken Ach, können. Du willst mir einreden, dass mein Wissen überholt ist? Ja, es gibt beispielsweise hier in Mitteleuropa gibt's Kuchenbleche, ja, aber in China gibt es sehr viele Rattenbleche. Ja. Weil. Was sind Mitnehmer? Ich kenne Mitesser. Ossis. Ja. Ich hab nichts gesagt. Erika hat sich ja im Laufe seiner bisherigen kurzen Geschichte. Was ist hier los? Also wir sollen so tun, als wäre da keiner. Ich muss sagen, es erregt mich ein Stück, was hier abgeht. Oh, oh. Zeig dich mal. So. Komm mal hoch. Meine Damen und Herren. Ich auch. Ich will das auch. Willst du die Pflanze wissen, was dir die gerettet Uhrzeit? Hat? Was willst du überhaupt wissen? Lass uns da einfach mal in Ruhe. Mann, wir haben so viel Spaß miteinander. Also die mit sich. Fragen. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, wie der aussieht. Und ich weiß auch nur, dass die in Alabama Whisky trinken. Mein Gott, was soll ich denn sagen? Wir wollen einfach nur hier sitzen. Warum fangen Eissturmvögel oft mitten im Flug an zu kotzen? Hängt das vielleicht tatsächlich mit einer Region zusammen, über die die fliegen? Dass sie über Bayern beispielsweise... Nein, aber vielleicht ist es ja so, dass die Insel verlassen müssen, um auf dem Festland zu arbeiten, auch auf die Fähren angewiesen sind und die Fähren aber so überfüllt sind von den ganzen Touris, die da billiger Zigaretten und Schnaps kaufen wollen, dass die gezwungen sind, teilweise... Nein. Helgoland gehört ja... Ich kann sehr arrogant sein. Mario, Robin, bitte, du bitte. Arschloch, aber... Und er kann so ehrlich sein. Ja. Also, du warst er? Der? Jürgen. Jürgen. Ja. Soll ich mal kurz, ihr könnt dann... Es würde reichen, wenn du rausgehst. Okay. Also, ich glaube, auf Helgoland gibt es beispielsweise kein Standesamt. Einbalsamiert oder Christian, ich schlag dir einen Deal vor. Du kriegst von uns 10 Euro, wenn du uns einen Tipp gibst. Und die 10 Euro kriegst du in jedem Fall. Ich mach 20 Und zwar raus. Von Bernhard Hohecker. Christian Friebe, 500 Euro Cash auf die Hand. Gratulation. Christian, so viel zum Thema Geschäft machen. Du könntest jetzt 510 Euro haben. Natürlich. Und dahinter sieht man einen Herrn, der Beweis dafür ist, dass Weihnachten noch nicht allzu lange her ist. Das ist richtig. Und ich möchte mich noch mal bei dem Herrn entschuldigen, wo ich eben gesagt habe, er sah aus wie ein Weihnachtsmann. Dem ist natürlich nicht so. Nein. Es ist der allererste Gast im Genial daneben Studio und er ist seitdem nicht mehr aus dem Studio rausgelassen. Natürlich. Was ist der Vampireffekt? Es gibt einen Staubsauger. Den Vampir. Ich habe die Kontrolle verloren. Das ist gut. Du meinst, auf einmal. Du meinst, dass die Jungs, weil die Jungs in den Staubsaugern immer einen runterholen oder was? Das ist der Kobold. Warum haben diese EM-Eukal-Hustenbonbons ein Fähnchen am Papier? Ein kleines Papierfähnchen. Aha, damit man es mit einer Hand auch aufmachen kann. Du kannst nämlich, die linke Hand ist vielleicht, keine Ahnung, mit was anderem beschäftigt. Ich glaube, Blick ist eine Abkürzung für barbusige Lagerarbeiterin in cleveren Kombinationen.
wissenschaftlichen Bereich des Frühstücks. Bitte was? Auf dem wissenschaftlichen Bereich des Frühstücks, hallo. Du bist sehr nett. Es ist sehr schön, wie du mich unterstützt. Ich möchte ein Kind von dir. Das kommt von der Auktion natürlich, wo mit dem Auktion bzw. Gerichtswesen, weil der Richter das Recht hat, als einziger den Hammer zu schlagen, und zwar wohin er will. Bernhard, welchen Hammer möchte? Ich finde das gar nicht so dumm. Irgendwie, ja. Das ist das du musst Recht. Das nicht bewerten, was andere sagen. Ich habe, glaube ich, verstanden. Das klingt sehr von oben. Du bist so klein, aber immer von oben herab. Ich finde das gar nicht so dumm, was der Kollege Herbst da sagt. Der hat ja. Es ist ja, jetzt mal Spaß beiseite, um auch mal ein Stück weiterzukommen. Es ist ja bekannt von den Indern, von den Yogis zumal, dass die morgens, und das ist von dem ehemaligen indischen Ministerpräsidenten, das ist ja wirklich überliefert, dass der seinen Mittelstrahlurin trank. Sein wen? Seinen Mittelstrahlurin. Da gibt es ja ganze Bücher drüber. Herzlichen Glückwunsch. Und der Mittelstrahlurin von Hunden? Ja. Herr Herbst, bitte. Schindluder. Mit den Apfelsorten muss ich gar nicht erst anfangen. Ne?